Du bist geliebt, du kannst was, du wirst gebraucht. Unsere Worte haben Macht. Sie können Menschen aufrichten und sie können alles zerstören. Gottes Wort kann alles verändern. Es kann deine Lebensgeschichte komplett neu schreiben. Seit 1995 hat SRS mehr als 500.000 Exemplare der Sportlerbibel verschenkt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Menschen mir erzählen, dass das Lesen der Bibel ihr Leben komplett verändert hat. Gottes Wort kann dein Leben auf den Kopf stellen. Und genau das hat Colin Bell, ein Freund von mir, erlebt. 2004 verläuft die Saison für ihn als Trainer der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 gerade sehr erfolgreich. Nach einem hart erkämpften Unentschieden beim SC Pfullendorf verteilt ein fremder Mann Bücher vor dem Mannschaftsbus. Alles klar. Hier, guck mal, das ist ja eine Bibel. Mhm. Was soll ich denn mit der Scheiße? Colin konnte gar nichts damit anfangen. Einige Wochen später bekommt Colin auf anderem Wege die gleiche Sportlerbibel nochmal geschenkt. Ein SRS-Mitarbeiter übergibt sie an einen der Spieler, um sie an Colin weiterzureichen. Verrückt, beide Überbringer wussten nichts voneinander. Einige Zeit später steuert Colin auf die tiefste Krise in seinem Leben hin. Seine Trainerkarriere steht auf der Kippe. Seine Ehe steht vor dem Aus. Und er steckt in einer tiefen Sinnkrise. Eines Nachts im Hotelzimmer liegt Colin wach und schaltet den Fernseher ein. Erinnert sich an das Wort von Jesus. Beim Zeppen stößt er zufällig auf eine Fernsehpredigt. Das heißt, das Entscheidende, das, was ihm hilft, zu erkennen, wer bin ich und wo bin ich jetzt, ist jetzt gar nicht nur richtig der Hammer. Er erinnert sich an diese Sportlerbibel. Er schlägt sie einfach auf und versinkt fasziniert in den Lebensberichten der Sportler. Eines steht danach für ihn fest. Wenn es diesen Jesus, von dem diese Menschen hier erzählen, wirklich gibt, dann muss er auch ihm helfen können. Und das tut Jesus auch. In den nächsten Monaten krempelt er Colins Leben komplett um. Aus Verzweiflung erwächst Hoffnung. Aus einem Hitzkopf wird ein Ermutiger. Und unsere Bibel konnte dazu beitragen, dass Colin ein komplett neues Leben beginnt. Bei SRS lernt Colin andere Christen im Sport kennen. Und er ist 4 Jahre aktiv in unserem Team mit dabei. Bis er ein tolles Angebot vom Frauenbundesligisten bekommt, dem Verein aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und wir glauben, dass Gott ihn dort gebrauchen will. Doch die ersten Spiele verlieren sie ausnahmslos. Aber Colin hatte diese berechtigte Hoffnung, beim nächsten Spiel gegen den FC Bayern München zu punkten, ja sogar zu gewinnen. Aber trotz intensiver Gebete im Vorfeld kassieren sie wieder eine Niederlage. Colin trifft dann eine schwere Entscheidung. Er will zurücktreten. Er geht aus der Kabine, fest entschlossen, seine Entscheidung mitzuteilen. Plötzlich spricht ihn ein fremder Mann an. Hey Coach. Ich möchte Sie ermutigen. Sie sind ein toller Trainer. Machen Sie bloß weiter. Erkennen Sie mich nicht? Ich habe Ihnen vor ein paar Jahren in Pfullendorf eine Bibel geschenkt. Colin schaut ihn an. Er kann es nicht fassen. Gott hat diesem Mann am Morgen gesagt, er soll 500 Kilometer nach Bad Neuenahr-Ahrweiler fahren, um ihn zu ermutigen. Colin hört auf ihn und von dem Moment an geht Colins Trainerkarriere steil bergauf. Er gewinnt wichtige Titel, ja sogar die Champions League. Gottes Wunder liegen oft in diesen kurzen Begegnungen, in diesen Momenten. Wir müssen nur auf ihn hören. Ich bin dankbar, dass Gottes Wort die Macht hat, Leben auf den Kopf zu stellen. Für was bist du dankbar?